Seid gegrüßt, meine lieben Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFH. Heute ein weiterer Teil meiner Fahrzeugvorstellung von Neuland Internet. Ihr habt euch ja gewünscht in den letzten paar Tagen, dass ich nochmal weitere Vorstellungen mache. Und ich habe noch massig Fahrzeuge. Ihr seht hier, 95 Fahrzeuge habe ich euch vorzustellen. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall noch einen Mehrteiler draus machen. Und die erste Folge hat schon fast eine halbe Stunde gedauert, wo ich die Basic-Fahrzeuge durchgegangen bin. Deswegen hier ein weiterer Teil meiner Fahrzeuge. Es wird auch in Zukunft immer wieder Updates geben. Und wenn ihr euch das wünscht, werde ich auch immer zu diesen einzelnen Fahrzeugen, die hinzugekommen sind, immer so ein kleines Video machen. Vielleicht mal auch am Ende von einem Video, von einem LSPDFA-Video oder wieder ein separates Video, was ist mit dem Kopf von dem Typen da rechts los. Seht ihr das? Ich zoome ran. Sehr strange. Aber gut, so sieht es eben aus. Ja, wenn ihr Lust habt, schreibt es mir in die Kommentare. Tippt mir fleißig rein. Es ist Freitag, Wochenende, Leute. Ich habe schönes Wetter hier. Ich hoffe, ihr verbringt nicht so viel Zeit vom Computer oder vom Handy. Schaut auf jeden Fall die Folge an. Lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr mich nicht kennt. Und dann geht's gleich los. Dann gucken wir uns ein paar Fahrzeuge an. Und jo, dann weiterhin viel Spaß an meinem Kanal. So, Dalla, wir beginnen einfach mal von oben nach unten. Ich würde mal sagen, wir schauen, wie weit wir kommen und schauen uns das einfach an. Es gibt aber auch einige Fahrzeuge, die sind noch ein bisschen verbuggt oder spawnen nicht. Also nicht wundern. Spawnen Vehicle möchte ich haben und Persistent, die sollen stehen bleiben. Ne, brauche ich nicht. Falls Fahrzeuge nicht spawnen, liegt es daran, dass sie noch nicht optimiert sind oder noch nicht perfekt sind oder noch nicht irgendwie spawnbar sind, weil es einmal einen Fehler gibt in der Datei. Ist aber alles halb so wild. Wald, es ist alles halb so wild. Hashtag Wald in die Kommentare bitte. Schöner Versprecher, Ralf. Der Audi A4 Landespolizei Schleswig-Holstein. Was auch manchmal passiert, wie ihr sehen könnt, spawnen die Fahrzeuge mit einer dreckigen Textur auf der Seite. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber zum Glück gibt es ja den Trainer. Dann müsste ich bei Vehicle Options Clear machen. Genau, und schon ist er wieder sauber. Das ist ein bisschen, wir weiß nicht warum. Auf der linken Seite seht ihr auch immer den Namen nochmal, wie er gespawnt wird. Der Audi hier ist ein sehr, sehr cooles Fahrzeug. Hat ELS. Und wir geben mal ein bisschen Gas. Eine kurze Testfahrt hier ums Gelände rum. Das könnt ihr eigentlich theoretisch immer machen mit den Fahrzeugen, wenn ihr wollt. So eine kleine Testfahrt. Lenkrad ist wieder ein bisschen verpeilt. Rückspiegel ist auch nicht so nice. Aber vom Fahrzeug her, optisch sieht er gut aus. Die Textur ist natürlich auch ganz wichtig, ne? Ich meine, Schleswig-Holstein. Ups. Oben an der Küste fahren sie einen schicken A4. Also kann man gar nicht sagen. Die Karre ist auf jeden Fall cool. Wisst ihr was? Ich glaube, wir bleiben hier bei dem Gefängnisgelände. Das ist ja richtig nice. Ich kann hier so wie auf einer Teststrecke jedes Auto mal einmal hier rumfahren. Und der ist ja richtig zügig unterwegs. Ne? Also der A4 ist auf jeden Fall auch eine schnelle Karre für mögliche Verfolgungsjagden. Also jetzt ein bisschen James Bond hier einparken. Upp. Perfekt. Okay, das war der Audi A4 der Landespolizei Schleswig-Holstein. Schönes Teil, oder? Also auch optisch gefällt mir wirklich gut. Textur, wieder ein Traum. Alles schön sauber gemacht, die Kanten und so. Schönes Teil. Mal schauen, ob denn der unter der Haube auch gut aussieht. Ich glaube so weniger. Die meisten Modelle, so die man aus dem Internet kriegt, sind nicht so geil. Und dann hier machen wir Door and Window Menü. Dann machen wir hier den Hood auf. Ah, wobei doch, der hat einen schicken Motor. Kann man gar nicht sagen. Das, okay, habe ich mich getäuscht. So, Close Hot. Alles klar, nächstes Fahrzeug. Wir wollen noch ein bisschen vorankommen. Als nächstes Fahrzeug kommt dran der 2er BMW Touring Landespolizei Bayern. Das Ding ist sehr nice. Der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da sind die auch, ah, ist auch ein bisschen dreckig an der Seite. Seht ihr es? Vehicle Options und dann hier rüber und Fix und Clean. Alles klar. NPP. Vor kurzem auch eine witzige Geschichte. Da stand ich vor einem Polizeiauto und habe mir das so angeschaut und irgendwie ist mir dann gekommen, PP steht für Polizeipräsidium. Es war auch sehr komisch, weil die Polizisten dann wieder kamen und ich halt das Auto so angestarrt habe. Die müssten sich auch gedacht haben, warum guckt denn der so blöd? Aber gut. Ansonsten drin ein bisschen dunkel hier, ne? Aber hier mit Navi und Ausrüstung für die Polizei. Guck mal, was steht denn da drauf? Was steht denn da drauf hier? Flashlight, Red Rears. Okay, ist schon hier ein Polizeicomputer, ne? Remember, check insurance und PNC. Oh, das ist ein Polizeicomputer, der hier drin steckt. Und im Kofferraum haben wir hier auch Kokain oder was? Was haben wir da? Also Sporttaschen. Cooles Auto auf jeden Fall. Schönes Modell. Wir fahren mit dem auch mal eine Runde. Ein bisschen behäbiger. Ist auch, wofür wird man den denn so nehmen? Also weniger Verfolgungsjagd. Oh, der, guck mal, wie der auch untersteuert hier.
What? Okay. Aber ist trotzdem fix unterwegs. Auch ELS. Wisst ihr was? Dann ganz kurz hier Handbremse reinlegen. Und wir machen mal kurz hier Time. Night. Ja, ich glaube, ich sollte für die Lichter hier bei mir, ich sollte noch was installieren, damit die einfach ein bisschen besser aussehen. Damit die besser leuchten. Habt ihr mir auch schon etwas in die Kommentare geschrieben, aber habe ich halt eben noch nicht gemacht. Aber ein cooles Fahrzeug. Für die Stadt auf jeden Fall ausreichend. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen schwer in den Kurven. Also ihr habt ja gesehen, wie der schon am... Hier, wenn ich nur ein bisschen so eine höhere Geschwindigkeit in die Kurve gehe. Oh, da war der A4 vorhin halt echt um einiges cooler drauf. Nice. Aber trotzdem eine sehr schöne Karre. Kann ich mich nicht beschweren. Tolles Fahrzeug. Wir gehen zum nächsten Fahrzeug. Die McLaren Feuerwehr Los Santos. Da kann ich, glaube ich, mal gleich beide spawnen. Weil die unterscheiden sich in Anführungszeichen nur von der Textur. Gehen wir hier rüber. Und spawnen den zweiten auch gleich. Und stellen die mal nebeneinander. Das ist natürlich hier eine Karre, die gibt es so natürlich nicht im Polizeidienst. Und McLaren für die Autobahnpolizei und für die Feuerwehr. Aber auch eine sehr, sehr geile Textur. Gefällt mir gut. Ich meine, nochmal von vorne. Ihr wisst ja auch, dass das ja alles fiktive Fahrzeuge sind. Ja, jedes. Also die sind orientieren sich natürlich stark am Original, wie jetzt hier dem Fahrzeug hier der Polizei Bayern. Aber diese hier sind natürlich effektiv. Wobei hier, da setzen wir uns mal rein und drehen mit dem eine Runde, oder? Machen natürlich das Fahrzeug wieder sauber. Und geben mal Gas. Könnte auch ein bisschen schneller sein. Neuland, wenn du Bock hast, kannst du mal die Meter angucken. What? Von dem Fahrzeug. Wobei, der ist schnell. Ich habe nur leider keinen Tacho gerade. Ich vergesse es jedes Mal, einen Tacho zu installieren hier bei Alice Belieber. Oh! Aber lässt sich schwerer, also ganz ehrlich, der A4, den wir am Anfang hatten, hat sich besser fahren lassen bei hoher Geschwindigkeit als der hier. Wobei, der lenkt auch halt viel besser. Guck mal, wie der um die Kurven wieder, wie der schneidet. Da ist halt, da muss ich gar nicht... Ja, okay, aber sobald er mal ausbricht, ist Feierabend. Ja, ist Feierabend. So, wir parken hier mal. Habe ich gut gemacht, ich weiß. Das war der McLaren. Auch ein sehr, sehr schickes Fahrzeug. Zum nächsten Fahrzeug, Mustang, Mecklenburg-Vorpommern. Das ist natürlich eine Karre. Ja, gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, es gibt wenige Muscle Cars und wenige Fahrzeuge aus den Staaten, die ich eigentlich nicht schick finde. Das sind aber halt krasse Spritschlucker und für den Dienst halt eher so suboptimal. Also kann man nicht vorstellen, dass man damit wirklich... Weiß ich nicht. Aber guck mal, der fährt schon... Irgendwie kommt er mir schon spritziger vor als der McLaren gerade. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde ein bisschen schade, dass die Felgen so... Oh, tiefschwarz und oh Gott, ist der schwer. Ah ja, Innenausstattung. Hat er ja auch diesen Polizeicomputer. Wieder ein bisschen dunkel innen drin, aber sonst sieht er halt echt geil aus, ne? Oder auch hier die Front. Ah, ist schon eine geile Karre. Müssen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Schauen wir uns mal noch im Detail an. Also hier, ihr seht die Front. Ich finde, es sieht aus wie so ein... Gott, wie heißen denn diese Wale, die nur Krill fressen, ja? Die haben alle so, die haben so ein breites Maul. Und ich finde, der sieht ein bisschen so aus von vorne. Guckt euch mal das an. Ich finde jetzt ganz genau... Aber ist auch schick, ne? Auch dieses Mustang-Zeichen hier, dieser Gaul. Zoomen wir ein bisschen näher ran. Badum. Ist heftig, ne? GTA, ey. Was hier alles so abgeht. Wie das aussieht. Wenn man mit der Linse spielt. Naja, sehr cool. Cooles Auto auf jeden Fall. Ja, der ist cool. Oh, shit. Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Ich darf ja immer keine Tiere töten, sonst dreht ihr immer durch in den Kommentaren. Oh, du mieser Sack. Aber das Tier ist mir aber vor die Nase gelaufen. Da kann ich nichts dafür. So, Sirene aus, bitte. Dankeschön. Der Mustang, sehr schickes Teil. So, dann spawnen wir uns mal den Passat der Autobahnpolizei Schleswig-Holstein. Und ich glaube, davon haben wir wieder mehrere Modelle. Ich pack mal den ersten hier. Ich glaube, das ist auch ein Top-Mods-Modell, wenn ich mich täusche. Es müsste der alte, das heißt der alte Balken, aber es müsste der Balken von denen sein. Halt, falscher Trainer. So, dann schauen wir nochmal Passat Landespolizei Schleswig-Holstein. Ist, glaube ich, auch eins eurer Lieblingsfahrzeuge, der Passat, muss ich sagen. Den seht ihr gerne. Ich fahre den aber auch gerne. So, dann schauen wir mal, was wir noch für ein Passat hier haben. Feuerwehr, das alles. Vorsicht, Jungs. Da ist schon wieder der mit seiner komischen Mütze, ey. Kannst du mal kurz ein bisschen auf die Seite gehen? Wahnsinn, was für eine Armada an Passats wir hier haben, ne?
Dann stellen wir auch mal dahin. Und ich glaube, einer kommt noch. Und zwar, was hat das? Zwei. Aber auch ein sehr schöner Skin. Der gefällt mir so mit am besten eigentlich. Den finde ich richtig nice. So, da haben sie jetzt alle stehen. Sehr schöne Teile, oder? Ah, jetzt mal ganz kurz. Man müsste ja sogar hier drin. Topmods-Fahrzeug. Ja, genau, ist ein Topmods-Fahrzeug. Man sieht es hier an dem Display. Das war noch die alte Webseite, die sie hatten, bevor sie alle ihre Modelle verkauft haben. Aber nicht alle. Ja, einige sind kostenlos, aber naja. Wer es nötig hat, damit Geld zu verdienen. Ansonsten, Innenausstattung schön. Aber darum geht es mir weniger. Wir schauen uns mal die Texturen an. Hier der Passat der Polizei Schleswig-Holstein. Mit dem bin ich auch schon, glaube ich, sehr oft gefahren hier bei mir in den Folgen. Das war der, glaube ich, oder war das? Das war Autobahnpolizei, wenn ich mich nicht täusche. Und das hier ist Landespolizei. Ist ein bisschen unspektakulär, finde ich. Mir gefallen diese Streifen wirklich sehr, sehr gut. Diese neongelben, was auch immer. Ihr könnt mir mal schreiben, gefallen euch diese Skins besser oder die in Anführungszeichen simpleren. Ansonsten hier der Notarzt, auch ein sehr, sehr schöner Skin. Ich finde das auch mit den Türgriffen ganz nice gemacht, dass die komplett gelb sind. Normalerweise kann man die eigentlich nicht mitskinnen oder oft ist es so der Fall, dass diese Türgriffe gar nicht mit in der Textur sind. Hier ist es so, was eigentlich sehr cool ist. Und auch die Streifen hier als 1-2 und immer schön Los Santos. Ja, auch hier wieder im Kofferraum müssten auch so genau lauter so Sachen stehen. Steht zwar noch Polizei drauf, aber wollen wir nicht so sein, ne? Und jo, dann hier der Skin, wie gesagt, der mir persönlich am besten gefällt. Und da steht der Ralf rum. Der Feuerwehr. Ich finde diesen Skin einfach schick so. Der hat was. Ich mag dieses Muster, das da drauf ist mit diesen Abstufungen. Finde ich einfach schick. Gefällt mir einfach gut. Gibt selten solche Fahrzeuge mit solchen Skins. Deswegen fahren wir auch den gleich mal, würde ich sagen. Geben wir ein bisschen Gas hier. Ah, auch hier sind die Lichter super low. Im Übrigen, ich werde einfach ENB installieren. Das ist ein Tool, mit dem man eben die Lichter separat heller machen kann. Die Reflexion der Lichter. Und das hat bei mir schon immer super funktioniert, weil da muss man nicht irgendwelche krassen Grafikmods weiter installieren. Und performancemäßig hat das auch noch nie bei mir irgendwas verändert. Der fährt einfach gut. Oh, aber es ist der Heckschleuder ohne Ende. Habt ihr das gesehen? Haben kurz an der Handbremse gezupft und schon bin ich hier aus der Kurve geflogen. Faszinierend, ey. So. Ah, guck mal, hier kommt auch ein Kollege angefahren. Den lassen wir mal vorbeifahren. Kommt doch an, wo er hin will. LOL! Das ist nicht seine... Ja gut, die Scheiben sind noch so getönt, dass man gar nichts mehr sieht. Das ist auch noch so eine Sache, das Fahrzeug. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube sogar, dass mir Neuland neue Dateien geschickt hat. Die habe ich nur noch nicht installiert, weil ich in den letzten paar Tagen viel mit... Jagd mich ausprobiert habe. Im Übrigen, gestern kam eine Jagd-Folge raus, wenn ihr die nicht gesehen habt, da habe ich einen US-Truck, einen Oversize-Truck genommen mit einem Riesenhänger und hinten drauf einen Caterpillar gepackt und bin damit vor der Polizei geflüchtet. Super geile Folge, fast eine halbe Stunde lang. Schaut es euch an und wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es euch am Ende vom Video. Die war echt gut und da habe ich mir echt viel Mühe gegeben, deswegen schaut da mal rein. Also da habe ich viel Zeit investiert. Ford Ranger, ich glaube, das ist sogar der, den wir gerade hatten, oder nicht? Ah ne, guck mal, das ist der von der Feuerwehr. Aber nice. Der gefällt mir persönlich auch super gut. Der Ford Ranger ist einfach ein Fahrzeug, der ist schnell, wendig, ihr seht's ja, und hat einfach Style so. Ich weiß nicht, die Karre gefällt mir persönlich einfach richtig gut. Es gibt eigentlich wenig Karren, die mir nicht gefallen von Neuland, muss ich auch mal wieder sagen. Der macht einfach gute Sachen so. Und da muss ich auch sagen, komme ich sehr gut klar mit dem Lichtbalken oben drauf. Der gefällt mir mit am besten von denen, die nicht deutsch sind, sag ich mal. Also nicht Henschbalken sind oder was auch immer. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber der fährt auch gut. Guck mal, wie der in die Kurve geht. So, der schlittert zwar ein bisschen, der hat so ein bisschen, weil er eben schwer ist, seht ihr, das Heck hier bricht so ein bisschen aus, aber der verliert deswegen nicht die Haftung. Guck mal hier. Hier, guck mal, kannst du dagegen lenken. Der Passat gerade eben ist gleich mal von der Piste geflogen. Der ist gut. Das ist halt für mich auch wichtig, ganz besonders in Verfolgungsjagden. Und dann kann der halt noch Offroad, ne? Das ist halt auch schon eine geile Scheiße so. Und weil er Offroad kann, fahre ich einfach mal hier drüber. Und vom Skin her natürlich auch eine schöne Farbe. Mir gefällt dieses, ist schon fast blutrot, oder? So blutorangenrot. Die Reflektoren sind allgemein sehr geil. Da hat der Neuland dann auch angefangen, ihr seht ja, dieses Muster mit einzubauen. Und das finde ich halt echt nice so. Das ist dieses Karo- oder Dreiecksmuster, was da drin ist, ist schon wirklich sehr, sehr geil. Macht das Ganze einfach ein bisschen, hat Style so. Diese Details stehe ich voll drauf. Tolles Fahrzeug, gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. So, das war der Ford Ranger. Wir sind bei Auto 10. Ja, ich würde sagen, so 15 machen wir noch. Dann haben wir noch hier den Ranger der Landespolizei.
Das ist jetzt einer mit Verdeck und hier stand früher, glaube ich, ich glaube, der hat sogar verschiedene Liveries, wenn ich mich nicht täusche. Auch wieder ein dreckiges Autoskandal, ey. Ah, kurz wieder zumachen, den ganzen Kram. Vehicle fix und clear. Hat auch wieder den Balken, den mir gefällt, aber mit dem muss ich jetzt eigentlich keine Runde mehr fahren. Das ist eigentlich das identische Fahrzeug wie der Feuerwehr, den wir gerade gefahren sind. Nur eben mit diesem, wie nennt sich das dann da hinten drauf? Mit der Box? Dem Verdeck? Verdeck wird er wahrscheinlich, ne? So. Dann gucken wir uns an. Das war der Ranger. Den Smart. Der Smart, den habt ihr... Oh Gott, wie sieht der denn aus? Voll dirty. Den Smart habt ihr extrem gefeiert. Das weiß ich. Also Smart-Folgen kommen immer gut an. Kann ich auf jeden Fall gerne mal wieder eine machen. Bisschen schade, dass der so eine komische LEDs oben drauf hat. Aber ansonsten ist halt echt ein saugeiles Polizeiauto. Schon allein wie den Donuts da vorne drin und so. Weiß ich nicht. Und auch der, hier der Rückspiegel zum Beispiel sieht jetzt perfekt. Ah, der sieht echt gut aus. Haben sie echt gut gemacht. Und der fährt auch. Der hat richtig Power, der Kleine hier. Und ist halt auch wendig wie Sau, was super nice ist, weil er halt einfach... ist ein Stadtflitzer, ne? Es gibt ja, glaube ich, noch ein kleineres Auto, das ist so ein Dreirad. Und ich glaube, jetzt fällt mir gerade wieder ein Topmotzer, haben die nicht sogar auch so ein Oma-Mobil gemacht? So ein, Gott, wie nennt sich das denn? Womit die alten Leute immer sich draufsetzen und einkaufen fahren? Ich weiß es nicht, wäre auch mal was. Passt in jede Parklücke, ne? Wendekreis, ideal. So, bitte aussteigen. Der Smart, meine Damen und Herren. Also bis jetzt war noch kein Fahrzeug dabei, was mir nicht gefallen hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So, der Transit. Okay, das ist auch ein Fahrzeug, den ich noch nie benutzt. Da müsst ihr mal schreiben, ob ihr den geil findet. Ich finde, der ist ein bisschen hässlich. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, der ist hässlich. Keine Ahnung. Ist einfach nicht so meins. Der Ford Transit. Weiß auch nicht, wer sich da was sich Ford dabei gedacht hat. Guckt doch mal, wieder hier schwimmt hier. Seht ihr das? Auch langsam wie Sau und die LEDs oben drauf sind komisch. Also ich meine, die Blaulichter ist irgendwie nicht so meins, die Karre. Und auch vom Skin her, ja, langweilig. Dann ist da noch so ein bisschen grau. Ich meine, ja, es mag ja realistisch sein. Mag ja auch so normal sein, dass das so aussieht. Aber guck mal, wie der hier langschleicht. Und am besten einfach hier den gleich loswerden. Ich wollte schon rausspringen und das Auto aber weiterfahren lassen. Aber kann man nicht. Oh, ich habe schon wieder was überfahren, sorry. Diese sind aber Leute, das sind Kojoten. Das sind keine Katzen oder Hunde, das sind Kojoten, ne? Die sind sowieso scheiße. Also nicht, dass ich was gegen Kojoten hätte, ja, aber ist auch nicht so, als wäre die wichtig. So, dann parken wir den Kollegen mal hier. So, bei welchem Fahrzeug waren wir denn jetzt gerade? Im Transit. Wo ist er denn? Der Transit war Fahrzeug Nummer 13. Dann haben wir noch den V70, den Volvo. Autopolizei Schleswig-Holstein. Und der ist nice. Ich finde den zum Beispiel ganz stylisch, weil er ist so ein langes Ding, ne? Also ich finde... Guckt euch mal an, ey, der hat schon irgendwie, weiß ich nicht, gefällt er mir. Auch die Felgen sind echt ganz nice so, er fährt ganz gut. Ihr seht ja selbst, der gibt auch richtig Gas. Weniger Heckschneider als der Passat. Also hier, wenn ich jetzt mal Handbremse ziehe, komme ich um die Kurve rum. Ist ja auch wichtig für mich zum Fahren als Polizist. Ich werde auf jeden Fall mal eine Folge mit dem Volvo hier machen oder mal wieder. Der ist vom Handling her viel besser. Vielleicht kann man ja auch, Neuland, falls du noch zuschaust, die Handling-Datei des Volvos auf den Passat packen. Weil der sich einfach hier viel besser fährt als der Passat. Aber ich habe nicht... Aber guck mal, wie der hier glänzt. Das ist auch ein bisschen strange, ne? Der hat so ein bisschen so ein glänzendes... weiß nicht. Der glänzt einfach. Es gibt so Autos, die sind so ein bisschen matter. Man sieht es auch hier mal. Wenn ich mal gucke, hier den Passat jetzt hier nochmal. Der ist einfach so matt. Und der da glänzt wie so ein Speckschwarte. Seht ihr das? Der keine Ahnung, warum das so ist. An welchen Fahrzeugeinstellungen das liegt. Ich finde dieses Glänzen halt nicht so schön. Ich mag dieses Matte eher. Aber gut, Geschmackssache. So, der V70 war Nummer 14. Dann kommen wir zu Nummer 15, der BMW X5. Auch ein sehr schickes Fahrzeug. Ist auch ein bisschen dreckig. Werden wir mal kurz bereinigen hier. Vehicle Options fix und clear. Und auch der Polizei Bayern, NPP mal wieder. Und der ist schön. Der ist einfach nur schön, oder? Ich meine, ich weiß doch nicht, wozu man den brauchen sollte. Also, holy shit. Alles klar. Damn. Handling, holy shit. Holy fucking shit. Was habe ich getan? Da bin ich nicht weit gekommen mit der Karre. Also, ich glaube, da sollte man im Handling vielleicht noch ein bisschen was verbessern. Ich bin 3 Meter gefahren. Dahin um die Kurve. Mich hat sofort aufs Dach gelegt. Aber Hauptsache, ich habe einen Feuerlöscher dabei. Aber gut, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Auto direkt in der ersten Kurve crashe. Der BMW X5, unser Fahrzeug Nummer 15, hat es auf jeden Fall geschafft. Daumen nach oben.
Danke fürs Zugucken, das war's. Wir sind eben bis Fahrzeug Nummer 15 gekommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 4 bis 5 Folgen machen mit allen Fahrzeugen, um die durchzugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst so bitte ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Chat doch jetzt mal die Endcard ab. Ich habe ja gesagt, ich habe gestern eine Folge Jagd mich gemacht mit einem riesen Truck und mit einem Aufleger am Caterpillar hinten drauf. Richtig nice, hat Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr auch noch Lust, da mal drauf zu klicken. Und ich bedanke mich fürs Zugucken und wünsche euch weiterhin viel Spaß und eine gute Zeit. Ich bin draußen, euer Ralf.